Anflug auf Manching bei Ingolstadt. Nach dem Start in Kalifornien war der Eurohawk mehr als 20 Stunden Richtung Deutschland unterwegs. Alles computergesteuert, denn der Eurohawk ist ein unbemanntes Aufklärungsflugzeug. Sanft setzt der Riesenhabicht im bayerischen Manching auf Erleichterung, dass der Überführungsflug von den USA nach Deutschland reibungslos geklappt hat. Es war zwar ein sehr sanfter Touchdown, aber der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, war doch sehr beträchtlich. Also ich bin sehr froh als Projektleiter, dass dieses Luftfahrzeug jetzt bei uns angekommen ist. Mit dem Eurohawk hier beim Erstflug in den USA wird die Bundeswehr völlig neue Fähigkeiten im Bereich der Aufklärung erhalten. Der Eurohawk ist in Leichtbauweise gefertigt. Er besteht größtenteils aus Carbonfasern. Die Spannweite von fast 40 Metern entspricht der einer Boeing 737. Das unbemannte Flugzeug hat eine Reichweite von bis zu 23.000 Kilometern. Das entspricht zum Beispiel der Strecke von Deutschland nach Neuseeland. Der Eurohawk operiert bei einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 600 Stundenkilometern in extrem großen Höhen. Er fliegt zwischen 16 und 20.000 Meter hoch. Das ist fast doppelt so hoch wie normale Passagiermaschinen. Bei einem Einsatz arbeitet der Eurohawk wie ein riesiger Datenstaubsauger, der alle möglichen Daten, zum Beispiel Funk- oder Handyverkehr, aufnehmen kann. Kontrolliert werden die Flüge von einem Piloten, der den Einsatz vom Boden aus überwacht. Die Maschine kann bei einer Mission mehr als 30 Stunden in der Luft bleiben. Das kann man mit einem Piloten schlecht machen. Und das bedeutet auf der anderen Seite jetzt, dass dieses Flugzeug eben nicht nur mit einem Piloten, sondern mit einem ganzen Set von Piloten betrieben werden muss. Denn wenn, wie gesagt, die Flugzeit bis zu 30 Stunden beträgt, ist pro Pilot circa eine Zeitdauer von 4 bis 6 Stunden Verantwortung in der Kontrolleinheit vorgesehen, bis dann der Wechsel zu dem nächsten Piloten erfolgt. Mit der Landung in Deutschland ist die Entwicklung des Eurohawk nicht zu Ende, denn überführt wurde nur das leere Flugzeug, in das jetzt noch die Aufklärungstechnik eingebaut werden muss. Anschließend sollen noch weitere Testflüge erfolgen. Wir führen hier unsere Ausbildung weiterhin durch, die wir in den USA begonnen haben, hier vor circa 1,5 Jahren. Und wir schauen mit Zuversicht hier auf nächstes Jahr, auf die Übergabe an die Luftwaffe und freuen uns dran, darauf hier dieses Luftfahrzeug weiter zu handeln. Mitte 2012 soll der erste Eurohawk dann an das Aufklärungsgeschwader 51 in Jagel übergeben werden. Mit dem Eurohawk verfügt die Bundeswehr erstmals über ein unbemanntes Flugzeug zur weiträumigen Luftaufklärung. Insgesamt will die Bundeswehr bis zu 5 Eurohawk anschaffen.